Also guten Abend, liebe Leute. Wir sind im Ekklesiast, die Prediger, Teil 4. Tatsächlich ist Teil 5, aber an und ist es ausgelöst, weil auf unserer Server in Jerusalem muss man erste 2 Wochen nach der Aufzeichnung bitten um Bearbeitung dieses Material. Und wenn nichts, dann es geht einfach automatisch gelöst. Also, das ist okay. Wir sind noch in nicht Vorwort, aber doch im Anfang sozusagen wir sind nicht im Hauptteil. Ist noch eine Vorspeise, kein Hauptgericht. Also, ich erinnere, wie noch diskutiere, ich erzähle die Gründe, warum überhaupt lesen wir dieses Buch Ekklesiast Qohelet, die Prediger, durch den Jahr. Das heißt, warum der und nicht andere Buch von der Tanach, von der Heiligen Schrift? Und das ist die Frage. Ja, zum Beispiel zum Vergleichen die, weiß nicht was, Buch Daniel überhaupt gelesen nicht, ja. Und sie haben noch Beispiel. Ja. Also und relativ, ja, dass diese Prediger 12 Kapitel, das ist nicht so klein. Also kann man sagen, auch der Danielbuch ist 12 Kapitel, ist gleich. Ja? Wir können befinden die sogenannten kleinen Propheten, die kleinen wegen die Texte, die Textenkapazität. Es ist sogar weniger. Ja? Okay, dann die kleinste Buch von Tanach kennen Sie, das ist die Prophet Obadja. Es ist nur eine Kapitel, Kapitel 1, gibt es kein 2. Ja? Also das natürlich lesen wir, das sein Aftra eine Schabbat, das ist morgen. Aber doch, die Frage steht, warum nicht Mishlei, die Sprüche, und so weiter und so fort. Ja? Also ich habe die erste Antwort schon gegeben, das natürlich erinnern Sie nicht, weil wir sagen, um die Ende des landwirtschaftlichen Jahres, ja, und dann die Mensch, die unsere jüdische oder allgemeine Landwirtschaftler, eine Bauern, ja, jetzt ist die Streike und Autobahnblockierung von den Bauern, ich habe schon gestoppt, ja, mehrmal. Also dann die Leute sammeln die Ernte, verkaufen, okay, damals zum Markt, heute zum großen Agrokonzern, egal. Und dann macht man die Rechnung, die Gewinn. Die Gewinn ist gut. Sogar sehr gut. Ja, und dann kommt die Gefahr zum Überstolz. Ja, Überstolz. Und wir haben gelesen den Satz vom okay, dann ich mache einfach Share Screen. Dann ist es ähnlich. Und dann, wir sind am Dvarim, Deuteronomium, Kapitel 8, Satz, Vers 13 und unter. Und deine Rinde und deine Schafe sich mehren, und Silber und Gold sich dir mehrt, und alles, was dein sich mehrt, und sich dein Herz erhebt, und du vergisst den Gott, den Herr, deinen Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt, aus der Knechtschaft. Das heißt, die Silber und Gold vermehrt, das ist Ende der Geschichte. Ja? Das ist die reine Gewinn. Ja? Meine Silber liegt in eine, weiß nicht was, eine Schweizer Bank, Luxemburger Bank, den Sternen zu unserer Realität. Ja? Also, das heißt, die Rinde und Schafe, das ist der Anfang der Geschichte. Ja? Oder Weizen und Gerst, ja. Und Ergebnis, der Resultat von meiner gute landwirtschaftliche oder wirtschaftliche überhaupt Politik, das ist Silber und Gold sich dir vermehren, ja. Und dann die Mensch kann sagen, das habe alles ich getan. Wer braucht den Gott? Wenn es gibt schwere Zeiten. Ja? Wenn es schwere Zeiten, dann ja, dann Leute beten.
und kommen zum die Synagoge, zur Kirche, zum Moschee. Wenn es geht uns gut, wir brauchen Gott. Wir sind in Ordnung. Kennen Sie? Das ist allgemein. Es ändert sich nicht zwischen den Männern, Frauen, Juden, Christen, Muslimen. Ja, das ist die menschliche Natur. Also, das ist ein interessanter Punkt und Diskussion, überhaupt nicht jetzt. Was denken wir über die Reichtum und die Gelder? Ja? Es ist eine lange Diskussion, schon zu sagen, die Katholizismus nimmt das negativ. Ja? Dass die Gelder, es ist etwa nicht gut. Judentum nimmt das dualisch. Von einer Seite, es ist keine Sünde, reich sein. Ja? Aber, gibt es immer Aber, nach dem Komma. Das ist genau die Gefahr. Ja? Und dein Herz erhebt. Ja? Und du vergisst den Herrn, dein Gott. Ja? Und deswegen auch im Judentum gibt es die philosophische Meinungen, besonders im Hasidismus, die sagen, Reichtum ist etwa nicht gut. Nicht dieselbe Reichtum ist und Geld nicht gut, aber das macht die Leute weit fern von dem Gott. Ja? Muss man ganz, ganz stark sein, um nicht den Gott vergessen. Wieder, wenn geht uns gut, dann Gott sei Dank. Kennen Sie das, die Witz, die Anekdote? Jemand sucht einen Parkplatz. Egal, Misserl im USA, findet nicht. Und dann jemand betet, lieber Gott, hilf mich, einen Parkplatz gefunden. Ich werde. Und dann sieht einer Parkplatz. Ah, danke Gott, hab schon allein. In Ordnung, hab schon allein gefunden. Ja, das ist im Kurs die Idee. Die gute Witz vermittelt immer eine gute Idee. Ja? Wenn wir brauchen etwas, dann ja, wir beten. Ob beten wir, wenn geht uns gut? Das ist eine sehr interessante und gute und wichtige und kritische sogar Frage. Und gibt es viele interessante Momente im Judentum? Ja, gibt es viele unterschiedliche Gebete und Situationen, dass wir danken an unseren Gott, weil geht uns gut. Das ist interessant. Also, weder die Evangelismus und Protestantismus haben ganz dagegen, ja, zum katholischen Idee, dass Geld und Reichtum, wenn es ist ehrlich gewinnt ist, das ist gut. Und deswegen, wir sehen historisch hinsichtlich alle protestantischen Länder, Großbritannien, USA, Niederlande, die sind erfolgreich. Ja? Und alle klassisch katholischen Länder, sie sind versagt. Spanien, Portugal, Italien und so weiter. Das ist nicht umsonst. Es ist nicht meine Idee. Wissen Sie, wer hat das geschrieben? Max Weber. Max Weber, der Vater von Soziologie. Ich habe schon erzählt, ich denke, das war seine Doktorandur, diese Geschichte. Er hat gesagt, die Geschichte, die deutsche Geschichte, hat wunderbare Geschenke von uns geschickt. Wir haben in Deutschland die gleichen Leute, die sind ganz gleich. Die Sprache, die Kultur, die Territorie, die Stauen, die Meteorologie, alles, was sie wollen, Fußball, alles ist gleich. Die Religion, Katholiken oder Evangelisten. Und dann ein vergleichen wir, was dieser kleine oder große Unterschied nur im Glauben. Alle anderen Parameter sind völlig ähnlich. Was bringt dieser kleine, große, gläubig-theologische Unterschied? Und das hat er bekommen, dass die differenzielle Verhaltung zum Geld und Reichtum bringt die protestantische Gemeinde, protestantische Welt zum Erfolg und Reichtum und die katholische Gemeinden sind dahinter bleiben. Ja? Weil a priori sie denken, Geld und Reichtum ist das Böse. Ja.
Obwohl ja jetzt im Moment auch so eine Berechnung gemacht wird über Reichtum und Armut in Deutschland. Und da ist eben rausgekommen, dass die Spanne wesentlich größer geworden ist und dass die Armen immer mehr werden und dass die Reichen auch wenige Reiche das gesamte Geld besitzen, auch was es in Deutschland gibt. Und das ist schlimmer geworden als früher. Also das ist dann vielleicht auch mal interessant, was da der Hintergrund ist. Ja, aber Sie kennen die Ideen, dass für die großen sozusagen Religionsinstituten wie die Kirche oder die Moschee mit große K und große M, vielleicht ist es gut, dass es viele arme Leute gibt. Dann die Leute kommen beten. Das ist ein psychologischer Aspekt. Genau, was habe ich gesagt? Ja? Es gibt es auch im Judentum. Es ist nicht niederschätzen. Ja? Auch viele ultraorthodoxe chassidische Gemeinden, ja, die Leute sagen, okay, wir sind arm, haben keinen Beruf, aber doch, wir bleiben in der Gemeinde. Also gibt es die Leute, die beschuldigen die Rabbiner, dass absichtlich sie vermahnen, dass die Leute gehen raus, gehen zum Uni und haben einen Beruf und so weiter. Verstehen Sie? Es ist nicht nur existiert im katholischen oder islamischen Welt, es gibt auch solche Facetten auch im jüdischen Welt. Es ist furchtbar. Es ist nicht in Ordnung, wenn es ist richtig, ja, wenn es ist eine böse Absicht gibt, das weiß ich, muss man forschen, ja, mich nicht automatisch beschuldigen alle, ja. Im Kurz, muss man verstehen, dass diese Dualität von unserem Verhalten zum Geld, also von Anfang, es ist keine Probleme, wir sind nicht Katholiken, Geld ist es gut, du kannst kaufen, du bist belohnt. Das ist dein Erfolg, wirklich. Du hast schwer gearbeitet, Herr Landwirtschaftler. Ja? Aber doch immer erinnern, diese akute Gefahr, die kann nachkommen. Ja? Und dann, wir gehen, Sie sehen mein Computer, ja? Und dann Vers 17. Dass du nicht sagst in deinem Herzen, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir all dies Vermögen geschafft. Das ist ein Sprichwort auf Hebräisch, eine jüdische Kultur. Was ist das Sprichwort? Dass meine Kraft und die Stärke meiner Hand, ja? Das ist im Kurs das Sprichwort, ja? Dass ich Ah, Sie sehen mich nicht. Ich habe alles getan. Das heißt, Übersetzung im Kurz, ich. Ja? Was steht hier? Meine Kraft und die Stärke, meine Hand. Die Sprichwort mein ich. Ich. Kennen Sie das schon? Okay. Deswegen dieses Sprichwort. Okay. Das ist dieses Sprichwort. Aber die Antwort. Unten, nächster Satz. Ich immer sage, wenn Sie wollen ehrlich probieren, verstehen, was die Heilige Schrift von Talmud meint, reden wir ein bisschen oben und ein bisschen unten. Dann gehen wir unten. Satz 18. Sondern gedenke des Herrn deines Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Und dass er aufrecht halte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen wie diesen Tage geschieht. Okay? Also das ist ein sehr, sehr interessantes Bild, das die Tora uns erzählt, ja? Dass du natürlich kannst einen Fehler behaupten und sagen, ich. Und es ist passiert, ja? Meine Kraft und die Stärke meiner Hand. Und es ist nicht unlogisch. Du bist da, ja, naja, du hast schwer gearbeitet. Aber die erste Quelle, die Gründe von deinem Erfolg ist er, ja? Herr deines Gott, denn er ist, der dir Kraft gibt. Okay? Und dann, wenn Kraft gibt, dann ist alles, dann geht. Ja, das kann passieren. Deine materielle, kapitalistische Börse, was du willst, Erfolg. Ja?
Okay, also das ist das Bild vom Torah. Also gibt's die Gott, gibt die Kraft und gibt die Mensch, die arbeitet schwer. Und am Ende kommen die Silber und Geld, Rinder und Schäfer und kann auch kommen die Fehler, ich. Und wegen diesem möglichen und menschlich verständlichen Fehler und Versage, ja, mein Hand, mein Kraft, ja, dann lesen wir dieses genau Buch Prediger, der, was sagt er, dieses Buch? Alles ist gar nichts, ja. Er ist alles niederschlägt, richtig? Er sagt, das habe ich probieren, dies habe ich getan. Also er ist nicht so optimistisch. Das heißt, in Übersetzung, die unsere Weisen wollten nicht über Freude von unserer erfolgreichen Herren Wirtschaftler. Ja? Freude ist gut, Freude ist wunderschön, wunderbar. Aber nicht über Freude. Ich. Okay? Und gibt es ein Wort auf hebräische Sprache, das heißt, wenn die Freude schon übergeht zum, weiß nicht was, ein bisschen Alkoholismus trinken, ein bisschen zu viel tanzen, zu viel, verstehen Sie? Das ist über Freude. Das gibt es ein solches Wort, Hollelut auf Hebräisch. Das ist nach unseren Vorstellungen, das ist eine problematische oder sogar verbotene Freude. Freude ist es gut, aber nicht Überfreude. Und gegen diese Überfreude kommt Buchprediger. Ja? Was sagt uns Buchprediger? Einen Moment. Ich will da nicht stocken. Ah, ja. Ja. Okay, jetzt Sie sehen. Dann gehen wir zum Ekklesiastes Kapitel 2. Kapitel 2. Also Kapitel 2 von Vers 4 und weiter. Ich machte große Werke. Ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge. Das haben wir schon gewusst. Ich machte mir auch Gärten und Lustgehege und pflanzte darin allerlei Fruchtbäume. Fruchtbäume in der Wüste. Sie müssen verstehen die Großartigkeit von diesen Dingen. Ich machte mir Wasserteiche in der Wüste, im Nahosten, wo das Wasser eine Probleme. Daraus einen Park zu bewässern, in dem alle Bäume wuchsen. Ich kaufte Knechte und Mägde und Hausgeborene hatte ich. Also wirtschaftlicher Erfolg. Auch Herden von Rindern und Schafen hatte ich mehr als alle, die von mir waren in Jerusalem. Also genau der Satz vom Torah, Rindern und Schafen, verwehrt bei dir, das ist König Salomo schreibt. Aber mehr als alle, die von mir waren in Jerusalem. Alle Könige von mir. Ja? Ich sammelte mir auch Silber und Gold. Oh, genau, Silber und Gold von der Torah. Schätze die Könige und Länder. Ich schaffe mir Sänger und Sängerinnen. Okay, das ist ein problematischer Punkt. Wir reden darüber an. Und die Wollust der Menschenkinder, Sklaven in der Menge. Ich war also reicher und mächtiger als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Überdies verlieb mir meine Weisheit. Also der Kopf doch funktioniert. Ja, wir kennen, wie gesagt, die viele Reiche, die Verrückte bekommen. Ja, gibt es viele solche Geschichten. Ja? Das heißt, die Reichtum, die Millionen, Milliarden, ja, sie übernehmen den Mensch von diesem Welt. Ja? Und er sagt, König Salomo, ich war Oligarch, ich war die Reiche, aber doch. Ich war nicht verrückt. Ich habe geblieben relativ in menschliche Grenzen. Ja, relativ. Nichts, was meine Augen verlangte, entzog ich ihnen. Ich versagte meinem Herzen keine Freude. Oh, wir reden darüber, welche
freudeartig hatte. Mein Herz erfreute sich all meine Mühen, denn eben das war mein ein Teil all meine Mühe. Also er hat viel gearbeitet auch. Ja, also eine gute Manager, eine gute Direktor, es ist auch schwere Arbeit, oder? Es ja, die Nerven, ja, der Kopf. Es ist nicht nur physisch arbeiten. Aber ich wandte mich zu all meinem Tun, das meine Hände gemacht und zu dem Mühevollen, womit ich mich gemüht, da war alles Eitelkeit und ein Haschen nach dem Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Verstehen Sie? Warum jetzt lesen wir, jetzt nach dem Erfolg von Herrn Landwirtschaftler, verstehen Sie? Genau dieser Prozess, diese Idee, ja? Du bist reich, Herr Landwirtschaftler, er war reicher von dir. Ja? Er nicht umsonst wiederholt zwei oder dreimal, ich war reicher von allen meinen Vorgängern in Jerusalem. Ja? Natürlich erzählt die Dinge, dass auch die vielen Millionäre haben nichts, auch heute. Muss man nicht sagen, damals. Ja? Also nur einzelne Leute der Welt heutzutage, die großen Oligarchen, die großen Millionäre, vielleicht können die gleiche sagen, auch nicht Sklaven und Mägde. Es geht heute nicht. Ja? Also, und die paradoxale Ergebnis, die logische, gibt es einen logischen Prozess, den König Salomo anbaut? Da war alles Eitelkeit. Ja? Der Egoismus, ja. Das heißt, wenn so, dass, okay, wir nachforschen, warum? Das ist genau dieses Buch. Das ist deswegen, wir lernen dieses Buch. Aber das ist am ersten Rolle, am ersten Reihe, diese Überfreude irgendwie erlöschen, verkleinern. Verstehen Sie? Das ist die Idee, das hat unsere Weise mitgebracht, ja, dass du sollst alles in Proportion nehmen und haben. Auch nach großem Gewinn, große Golden, Silber, Erfolg und so weiter. Ja. Es waren die Leute reichste von dir und doch, es kann sein, es ist nicht unbedingt, ich sage nicht definitiv. Es ist nicht Ende des Buchs, aber das ist eine Frage oder das ist eine mögliche Option. Da war alles Eitelkeit und ein Haschen nach dem Wind. Ja? Und kein Gewinn unter der Sonne. Das heißt, Gewinn, Gelde, ja, Bankkonto, ja, aber unter der Sonne nichts. Ja? Unter der Sonne, das symbolisiert dein Ewigtum. Ja? Dein Gewinn, es ist zeitlich. Dein Bankkonto. Gut? Und dann, was passiert, wenn deine Nachkommen kommen und verschicken das Geld? Links und rechts. Dann, verstehen Sie? Er redet auch, König Salomo, über diese Idee. Er redet direkt, ich weiß nicht, wer kommt nach mir? König Salomo. Was heißt er, weiß nicht? Er wusste. Sein erstgeborener Sohn, König Rechavam, er wusste. Was meint er? Ich weiß nicht, was wird dann passieren mit meinem erstgeborenen Sohn. Und er hatte 200% recht, König Salomo. Die König Rechavam erinnert in jüdischer Geschichte als nicht so erfolgreich und der gute König. Und warum? Was denken Sie darüber? Warum er war nicht so gut? Der vierte König Israel. Der hat wahrscheinlich das Geld ausgegeben, was er vom Vater bekommen hat. Ne? Und das ist dann auch richtig, aber er hat so viel Geld, dass es doch etwa geblieben. Die großen Probleme, das war die Spaltung von einer jüdischen Stadt zu zwei. Das konnte er nicht vermeiden. Alles, was hat König Salomo schwer gearbeitet und getan, quasi wurde verlieren. Jerusalem, ja, Tempel, ja, aber doch, wir reden über die Judäa und Israel. Judäa, das war kleine Stadt.
die größte Stadt, 10 Stämmen, das war Israel mit Samaria, die Stadt. Okay? Und das war natürlich keine Weisheit, sogar Dummheit. Ja? Kennen Sie die Geschichte im Kurs? Erinnern Sie? Das ist im Könige 1, Runde Kapitel 19. Die Leute, die Israeliten, die alle Stammen, haben gebeten von dem König, was? Steuerentlastung, verkleinern die Steuern. Weil zum ein Tempel bauen in Jerusalem, König Salomo hat riesige Steuern getan, auf alle. Ja? Das gekostet viele, viele Gelder. Und was hat die König Rehavam geantwortet zu diesen Leuten? Er sagte, ich berate mich mit meinem Berater. Okay, ist in Ordnung, ich muss nachdenken. Das ist doch logisch. Und dann, Könige Buch erzählt, furchtbare Geschichte. Die alte Beraterin von seinem Vater, von König Salom, sie haben gesagt, macht das. Geringt diese Steuernmasse. Und sie werden deine Knechte, sie werden dich gearbeitet. Also die alte Beraterin haben gesagt, ja, du sollst gehen nach der Volksforderung. Aber die Freunde von König, sie haben mit ihm verspielt als Kinder. Die neue Guardie, neue Clique. Sie haben gesagt, nein. Du sollst sagen, ich bin stärker von meinem Vater. Mein Vater hat diese Steuer getan. Ich erhobe noch die Steuer. Und das hat die König Rehavam gewählt als Antwort. Und dann die 10 Stämme haben gesagt, wir haben gar nichts in Jerusalem. Jeder geht zum seinen Zelt. Also Spaltung. Und die 10 Stammen haben gespalten sich von vereinigten jüdischen Königtum. Das ist die Geschichte. Okay? Das ist die größte Versage. Und dann rund 350, 400 Jahre, es war parallel zwei jüdische Staaten. Und deswegen Propheten immer reden für Judäa und Israel. Es ist nicht eine liturgisch-literaturische Formel. Es ist politisch. Judäa ist es südliche Staat und Israel ist es nordliche Staat. Es ist Aber politische Realität. dann wäre doch dann auch der Tempel nicht gebaut worden, wenn der an die alten Berater auf die alten Berater gehört hätte. Nein, nein, der Tempel hat gestanden und existiert. Ach Die so, der stand Tempel zu dem. als religiöse Punkt war. Das war andere Probleme. Ja? Diese nordliche Israel-Stadt hat geschlossen die Wege. Es war viel, viel Probleme. Diese Stadt gekriegen jeder miteinander. Es war eine Katastrophe. Ja? Okay. Es ist nicht, dass die Juden waren ein großes Volk. Wie immer, die Juden waren ein kleines Volk, auch heute als damals. Ja? Also in diesem Sinn, König Salomo sagt, ich weiß nicht, wer kommt nach mir. Nicht, er wusste nicht. Er wusste persönlich, wer kommt. Aber was wird dann mit dieser Person? Das weiß er nicht. Mit ganzem Weisheit. Und er konnte das nicht vermeiden. Also deswegen, er sagt, es kann sein, dass alles, was ich arbeite dafür, nächste Generation wird kaputt. Es ist ein Vorgel meiner Generation, aber wer weiß, was passiert nächste Generation. Und er hat gerecht. Okay? Also deswegen, dass diese Idee, dass wir wissen nicht, was passiert nach uns, ist eine sehr, sehr wichtige und interessante Idee. Und deswegen, es ist nicht und kein Gewinn. Es doch gibt es einen Gewinn, aber kein Gewinn unter der Sonne. Relativ zum
Zwei, drei Generationen, ja, wir sagen nicht über 1000 Jahre, ja. Du sollst vergleichen deinen Erfolg zu zwei, drei Generationen, ja. Und deswegen, dass dieses Buch, der Prediger, er mit diesem ein bisschen Pessimismus oder viel, zu viel Pessimismus, ein bisschen oder zu viel Melancholie, ja, er verkleint, dass diese Überfreude von Herrn Landwirtschaftler mit alle Rinde und Schafe, eine alle Bankskonto in Luxemburg-Liechtenstein mit alle Silber und Gold, ja, also muss man doch etwa in Proportionen nehmen. Okay? Also das ist die Antwort Nummer eins. Gibt's noch? Gibt's noch? Okay, jetzt gehen wir zum zweiten Grunde. Und das steht auch in meinem Midrash und auch im Machzor Vittori. Machzor Vittori ist ein altes Gebetsbuch. Er noch existiert. Es liegt in einem Museum in Belgien oder in den Niederlanden. Also dort steht, dort steht ein Zitat von Midrash Rabba, die große Midrash, Kölet Rabba 11.2. Rabbi Levi hat gesagt, gibt es einen Satz in diesem Predigerbuch, wo König Salomo sagt, du sollst, gib Ehre zum 7 und 8. Das ist ein unklarer Satz. Also Midrash kommentiert diesen Satz, dass 7, das ist Sukkot 7 Tage. Und 8 ist es Shmini Atzeret. Noch ein Wo steht Tag das? Sukkot. Wo steht Ja? das? 7, 8. Ja, also das heißt, Midrash kommentiert das metaphorisch. Also 7 und 8, das ist Sukkot und Shmini Atzeret. Also, die Prediger wird gelesen am Shmini Atzeret, ja, 8. Tag. Okay, ich sage schon, für uns ist es sehr, sehr schwer. Was? Gibt es einen Kommentar, einen klaren Satz? Aufgrund dieses klaren Satz müssen wir das ganze Buch lesen in der Synagoge. Wissen Sie, wie sind unsere Leute Freude? Ironisch und zynisch, sage ich, ja. Es ist noch eine Stunde, eineinhalb Stunde. Warum machen wir das? Verstehen Sie? Ui, Chantal hat rausgefallen. Oh, jetzt. Sie hat geschrieben, dass ihr Internet auf einmal nicht funktioniert hat, aber jetzt Ah, ist sie wieder dafür. ah. Genau. Ja, es kommt wieder. Sie kommt wieder. Also, ich sag, Sie sind zurück mit uns, ja? Gut. Also, ich sage nichts, dass diese zweite Gründe, du sollst geben Ehre zum 7 und 8, es ist eine schwere Antwort. Das heißt, es ist eine Antwort, take it or leave it, ja? Wir verstehen das nicht, egal. Das ist die Gründe. Also das sozusagen diese Antwort mehr bedeckt und nicht entdeckt. Ja? Das Midrash sagt, soll sein, nach Meinung Rabbi Levi. Aber doch probieren wir doch diese unklare Meinung irgendwie verstehen. Und dann gehen wir zum Kapitel 11 beim Ekklesiastes. Okay, ich stoppe und dann wir gehen weiter. Eine Sekunde, wir gehen zum Kapitel 11 in Prediger. Ja. Kapitel 11 ist fast die letzte und wir sind von Anfang. Okay, dann sehen Sie mich zurück. Mein Kapitel. Wir sind am Prediger 11. Schlachtrechermalt nehmen.
dass dein Brot über das Wasser offenbaren, denn nach viel Zeit wirst du es wiederfinden. Verteile an sieben und auch an acht. Das ist der Satz. Das habe ich zitieren. Verteile an sieben und auch an acht, denn du weißt nicht, welches Unheil entsteht auf Erden und er nutzt dir dann. Okay? Verstehen Sie das, was ist im Deklamen? Das ist der Kommentar, ja, von Rabbi Bernfeld, ja? Es ist nicht direkt übersetzt von Hebräisch. Verstehen Sie? Ja, also das ist der erste Teil von diesem Satz 2, Prediger Kapitel 11, Satz 2, verteile an sieben und auch an acht, das ist die Antwort. Verstehen Sie, warum lesen wir Prediger? Das ist die Antwort. Nun, sehr gut. Alles klar. Kann man gar nicht verstehen von dieser Antwort. Ja? Das ist die klassische talmudische Antwort. Ja? Ein unklarer Satz und von diesem Satz kann Berge und Berge nachvollziehen und rauskommen. Ja? Also, aber okay. Lesen wir, wie gesagt, und verstehen den Text, muss man weiterlesen. Lesen wir weiter. Wenn sie die Wolken füllen mit Regen, werden sie sich entleeren auf die Erde. Und wenn ein Baum fällt im Süden oder Norden, wohin der Baum fällt, dort bleibt er liegen. Nun, das wissen wir auch. Wer den Wind beobachtet, wird nichts säen. Und wer die Wolken betrachtet, wird nicht ernten. Die Kommentar, die immer zaudert, erreicht nichts. So wie du nicht weißt, welches der Weg des Windes, noch die Wehen in Liebe der Schwangeren, so weißt du nicht, der Wer Gottes, der alles macht. Am Morgen sähe deine Saat, auch am Abend lasse deine Hand nicht rasten, denn du weißt nicht, welches dir gelingt, ob dies oder jenes oder ob beide zugleich gut wird. Okay, stoppen wir hier. Auf Seite 7 ist das andere Thema. Okay, was will uns König Salomo um diese ersten 6 Verse mitzuteilen? Was denken Sie darüber? Puh. Im Kurz. Im Kurz auf jeden Fall. Ja, Christel, bitte. Also auf jeden Fall, dass der Mensch nichts beeinflussen kann, wenn Gott was anderes vorgesehen hat. Und auch, ja, was noch? Es ist gut, es ist warmer, die nicht heiß, gut, gut, es ist in meine Richtung, ja. Na, noch weiter. In dem nächsten Textstück auf jeden Fall, dass man tätig sein soll, fleißig sein. Ja, sehr gut, sehr gut. Das ist der erste Satz. Das heißt, diese Botschaft redet über die Unsicherheit. Du bist sicher nicht. Ob, entweder, ja, deswegen er sagt, ja, wie sagt er, der letzte Satz, Vers 6, am Morgen sehe deine Saat, auch am Abend lasse dein Hand nicht rasten, denn du weißt nicht, welches dir gelingt, ob dies, ob jenes, ob beide zugleich gut werden. Ja, wir wissen nicht. Die große Unsicherheit, okay? Und deswegen muss man mühen und bemühen, ja? Und wieder, ich sage euch, dass die erste Satz, schlag mich mal rein, dass es eine hebräisch-jüdische Sprichwort. Dein Brot über das Wasser erfahren. Was meint dieses Sprichwort? Es meint Folgendes. Tu etwa gut. Und du weißt nicht, was wird das Ergebnis. Es kann sein gar nichts, es kann sein gut. Ja, es kann sein, nach vieler Zeit wirst du es wiederfinden. Kann sein. Oder ja oder nein. 50-50. Ja? Aber doch, die König Salomo sagt, stark empfiehlt, schlag nach mal, du sollst das tun, auch wenn du weißt nicht definitiv. Okay? Zum Beispiel, jetzt ich erkläre, wie Talmud versteht, Vers 6. Ja, über am Morgen und am Abend.
Wissen Sie, was ist die talmudische Verständnis von diesem Satz? Das muss man die Kinder zur Welt mitbringen, auch als jung, auch als relativ alt. Genauso. Das steht im Halacha. Das heißt, es ist doch, du hast schon Kinder, mindestens zwei. Was ist die Minimum, minimale Zahl von Torah, Forderung pro Wu, vermehren sich, ja? Wie ist es bekannt? Es ist zwei. Ein Junge und ein Mädchen. Das ist ein Gentleman's Minimum sozusagen. Maximum geht nicht, ja? Aber ja, wir wissen, das hast du schon, die Kinder. Und doch, auch am Abend deines Lebens. Damals war 50 Jahre alt. Bei uns vielleicht 60, 70, 80. Ja? Auch am Abend lasse dein Hand nicht rasten. Der Talmud versteht das, das muss man im relativ vorgeschnittenen Alter noch Kinder machen. Besonders die Männer, weil sie können. Bei Naja. Frauen geht es nicht immer so. Nicht im Jahr der Preis, nicht im Jahr der Frau, verstehe, mit allen Grenzen, ja. Muss man mich verstehen, ja. Es ist nicht so. Ja. Aber Aber nur um illustrieren die Idee, dass wir wissen nicht, was wird der Fall gleich. Ob die ersten Kinder oder die letzten Kinder. Genau wie König Salomo sagt. Ja. König Salomo hatte mehrere Kinder, ja, von die Rechavam. Auch König David hatte mehrere Söhne. Und wir wissen über die starke Konkurrenz. Jeder wollte dort ein König sein. Ja? Und die Salomo war nicht der erste und nicht der zweite und nicht der dritte Prätendent auf den königlichen Thron. Ja? Was bedeutet denn in dem Zusammenhang die 7 und die 8 Sukkot als Ernte oder Also, was? Und genau, also der Satz, der Vers 2, der Teil an 7 und auch am 8, talmudische Kommentar. An 7, es ist 7 Sukkot-Tage, an 8, das ist Shmini Atzeret, die 8. Tag des Sukkot. Jetzt ist es kein Sukkot schon, es ist nächste, ja, nächste steht Fest. das dann für Lobpreis oder für was steht das dann da? Wie bitte? Akustisch habe ich nicht gehört. Ja, ich bin mit meinem Handy jetzt zugange. Nee, es ist auch ich bin nicht in perfekter Lage. Können Sie wiederholen? Ja, also bedeutet dann Sukkot, dass dann die Ernte ist und Shemir Aseret, dass dann die Zeit des Lobpreises ist oder dass Nee, man nee, Gott nee. dafür Nee, nee, die nee. Es Ehre? meint alles, Sie wissen, die Shmini Atzeret, es ist der nächste Tag. Es ist quasi kein Unterschied. Ja? Es ist, die beiden sind nach der Ernte. Ja? Es meint einfach, wörtliche Verständnis, das Sukkot ist 7 Tage, ja, und Shmini Atzeret, das ist 8. Tag. Und dann lesen wir Predigerbuch am 8. Tag, am Shmini Atzeret. Das, was die Meinung vom Midrash Rabba, Kohelet Rabba. Das ist die Verständnis. Das ist eine nicht klare Antwort. Warum lesen wir genau am Shmini Atzeret die Prediger und nicht vorherig und nicht danach? Okay? Auch am 8. Das ist Shmini Atzeret. Ja, aber ich verstehe den Zusammenhang irgendwie nicht so richtig. Der Satz sagt, dass du sollst ehren auch Sukkot und auch Shmini Atzeret. Ach so, okay. Ehren, die beide. Nicht geringen zum Ehre für Kein Shmini Unterschied. Atzeret, weil es ist nur ein Tag. Ja, du Ja. kannst dann 7, ah, oh, es ist doch 7, ja, es ist wichtig. Ein Tag, ne, kann man denken. Das ist Ja, die ich. Meinung, ja. Ist dann auch Schabbat dann, der 7. Tag, ja. Okay, also das ist die Meinung, nicht niederschätzen die Shmini Atzeret. Der 8. Tag, der ist tatsächlich nicht Sukkot. Es ist eng nach Sukkot, aber rein formalisch ist kein Sukkot, Shmini Atzeret, Regelbefnei Asmo, eine Fest für sich selbst. Ja, nach dem Talmud. Okay, also und dann wir reden über die Unsicherheit. Und dann wir reden über die Herren Landwirtschaftler, ja, wenn sich die Wolken fällen mit Regen, ja,
dass es ist Landwirtschaft, ja, die Wolken, die Regen, ja. Vers 4. Wer den Wind beobachtet, wird nicht sehen. Warum? Weil er immer Angst hat. Ja, und wer die Wolken betrachtet, wird nicht ernten. Das heißt, du sollst ernten vorherig. Verstehen Sie? Wenn wir warten zum Wolken und Regen, dann ist es zu spät sehen, richtig? Muss man vorherig sehen. Das heißt, das ist genau Unsicherheit. Die Herren, unsere liebliche Bauer, Herren Wirtschaftler sozusagen, er sät in Unsicherheit. Er weiß nicht, ob es wird Wind oder Regen. Wenn es ist Wind, es ist nicht gut. Dann die Samen rausgehen von der Erde, oder? Sie können nicht verwurzeln sich. Und wenn es ist, wird Regen, das wird gut. Aber wir wissen nicht, was kommt morgen. Und das ist genau der Aspekt von dem Glauben, von auf Gott vertrauen. Ja, wir lassen die Säme in die Erde und glauben, dass Gott wird helfen. Wir müssen beten, wir müssen gut uns verhalten und nicht sagen, ich, meine Hand und meine Kraft, meine starke Hand und so weiter, ja. Also, das ist genau der Punkt. Trotz Unsicherheit, trotz Ungewissheit, was passiert morgen, du sollst normales Leben führen. Okay? Um diese Dinge redet König Salomo. Weil wer will auf sicher gehen, das sagt man auf Hebräisch, sagt, auf sicher gehen, ja? Dann ist es zu spät. Die Wolken und der Regen ist da, aber die Seen sind nicht da. Ja. Und wir wissen auch heute mit unserer ganzen Meteorologie, naja, wenn wir wollen keinen Regen, dann nehmen wir einen Regenschirm und gehen raus. Ja. Das ist ein klarer Punkt. Ja. Also, das heißt, was will uns König Salomo sagen? Das ist unseres Leben wirklich, es ist Unsicherheit. Wir nur zeigen uns ein Bild, dass wir denken, es ist alles sicher ist, aber es ist nicht. Wir probieren eine Sicherheit anbauen und das ist wichtig. Aber wie hat Christel richtig gesagt, nicht alles ist unsere Hände. Gibt es doch die große Welt, gibt es doch die Leute und gibt es die Gott. Die führt in unterschiedliche Linien. Und dann wir fragen, warum? Das ist eine ewige Frage. Also, ich denke, wir stoppen jetzt. Ja? Ich wollte nur illustrieren, es ist schon zwei Gründe, dann könnte ich gut illustrieren, relativ gut illustrieren, warum überhaupt mitmachen wir und mitlesen wir dieses Buch, was ist die Gründe, die zeitliche Gründe und auch philosophische, ideologische Gründe sozusagen. Ja? Gibt es noch die Gründe? Das machen wir nächste Unterrichte. Und dann tatsächlich nur nach dem Anfang von Vorwort. Will tatsächlich lesen die Buch und probieren verstehen, gibt es dort viele, viele Widersprüche in diesem Buch. Die eine Idee widerspricht zum anderen und umgekehrt. Also die Fragen. Ja, das schmeißt alles Denken, was wir eigentlich lernen, schmeißt es über den Haufen. Weil wir lernen ja zumindest in Deutschland sehr extrem, alles zu planen, uns zu überlegen und die richtigen Dinge zusammenzuführen. Und hier lernen wir sollen nicht planen, sondern los einfach machen. Wieder. Ich Das ist. sage meine, ich bin ein bisschen, ich komme von draußen, ich komme von Israel, ja.
Es ist nicht schlimm, es ist nicht böse, diese, wir probieren zu planen. Es ist in Ordnung. Aber muss man verstehen, dass es nicht alles ist, unter unserer Herrschaft liegt. Das ist ein Das ist das guter Wichtigste. Verstehen Sie? Und deswegen im jüdischen Augen viele Aspekte mit dieser deutschen Probe alles verplanen vorherig. Es ist fragbar mindestens oder lächerlich sogar. Ja? Das kann nicht sein. In der ganzen Welt ist es anderes. Ja? Du kannst nicht, ich sage, was würde ich verstehen persönlich, ja? Die ganze Dinge, das mit Geburt und neue Kind, die Leute planen Geburt, zukünftige Geburt, wie kann das planen, das? Wie machen einen Termin? Es ist in deiner Hand. Verstehen Sie mich? Ja Ich und habe nein. meine Kinder, eine hat vorherig geboren, wurde eine danach. Also ich denke, ich habe kein Kind, der war genau und präzise, ich meine, die präzise Zeit wurde geboren, ja. Und ich habe mehr von zwei, ja. Also wie kann du das planen? Das ist unlogisch. Das ist genau diese Idee, ich. Ich kann alles planen. Du kannst nicht alles planen. Du kannst anmelden zum Krankenhaus, alles in Ordnung. Aber doch, du sollst verstehen, nicht alles in deiner Hand liegt. Und dann, meine ein Kind, er ist schon im Israel lernen, dann er geboren ist in Trier und dann kommt Krankenschwester und sagt, nun, wie heißt dein Kind? Sag, keine Ahnung. Ich wusste überhaupt nicht, ob es wird Mädchen oder Junge. Ich wusste. Ich habe, nein, no, das kann nicht sein. Doch, das kann sein. Du kannst nicht rausgehen von dem Krankenhaus ohne den Namen. Wir können dich entlassen. Ich sage, ich mache das. Ich habe das geschafft, ja. Weil die Name für die jüdische Junge kommt nur am 8. Tag im Beschneidung, ja? Nicht vorher. Ja? Also doch, es gibt eine gesetzliche Möglichkeit für solche Dinge. Aber die Leute kennen dich nicht. Ich habe das gefunden, weil ich musste das, ja. Ich sollte das befinden. Ich habe das gefunden, ja. Aber die Leute verhalten sich ganz Standard. Und was uns König Salomo und das Leben unterrichtet uns, unser Leben ist überhaupt keine Standard-Dinge. Nimmt keine Dinge als Standard und gesichert. Keine Dinge ist gesichert. Nicht nehmen die Dinge, das passiert mit uns, als selbstverständliche Dinge. Also wieder, ich nehme positiv, dass wir wollen uns alles planen, probieren, das ist in Ordnung. Aber doch muss Verständnis oder immer Plan B sein, wenn läuft das nicht, haben wir geplant. Und das war genau das Problem mit 7. Oktober. Dass die unsere Militär und die alle geheimen Dienste haben nur Plan A. Die Plan A heißt, alles wird im Morgen, alles unter Kontrolle. Und das ist nichts. Und dann hat ein großes Problem bis heute. Ja? Also deswegen, dass diese Unsicherheit, es ist paradoxalerweise eine sehr, sehr wichtige Motiv, die müssen wir nehmen als eine Wachstoff sozusagen, ja, nicht Standard sein, ja, immer werden bereit zum diesen und anderen Änderungen. Wieder zu viele Änderungen ist auch nicht gut, ich verstehe, das ist klar. Aber doch nicht nehmen alles das vorgeplant und dann wissen, oh, wie kann das sein? Ich bin im Schock. Warum bist du im Schock? Weil du hast das nicht gedacht, das ist dein Problem. Du sollst das vordenken. Okay? Das, was uns König Salomo sagt. Und deswegen über diese Denken, diese scharfe Denken, das ist sehr, sehr wichtig. Gut. Noch die Fragen? Okay. Dann freut mich trotzdem, dass meine Kamera hatte nicht funktioniert heute. Das doch haben wir etwa gelesen zusammen.
Ich habe das vorbereitet und auch vorgedacht. Also ich bin unsicher, aber fast sicher, dass nächste Woche ich habe Probleme mit Internet. Also mit Videos geht nicht. Ich habe da und dort Internet, dass es sehr, sehr schnell fertig ist. Und dann, ich bin mit kaum Internet. Es ist, also ich kann nicht garantieren. Ich bin unsicher oder noch, ich wäre sicher, wenn unsicher, dass nächste Woche treffen wir uns nicht. Ja, Sie sollen ja nicht planen, haben Sie ja gerade erzählt. Ja, wir probieren planen, aber es ist nicht 100%. Ich soll noch von Nelly ganz herzliche Grüße an alle sagen. Sie konnte heute nicht dabei sein. Danke, danke schon. Und ich Okay. sage vielen Dank für heute Abend und gute Reise auch nach Israel dann für Sie. Nee, danke, danke schon. Es ist etwa wichtig, ich muss meinen Sohn besuchen, Gute noch viele Reise. Dinge. Ja, Ach. ich erzähle, ich erzähle. Ich fahre mit einigen von unseren Bnei Noach. Ich fahre reise nicht allein. Ich habe doch unsere Dinge mit unseren Nachhitten von Transkarpatien. Also es ist nicht ganz private Reise. Es gibt auch noch unterschiedliche Ausgaben bei mir. Ja. Gut, dann Ja, wir gute stellen Zeit. uns in Verbindung. Danke für Ihre Zeit. Also Vielen Dank an Sie. Ja, ich stoppe das meine Share Screen. Also seien Sie gesund. Ja, ja, Sie Sie auch. Ja, Und danke schön. Ja, und danke schön. Bis nächstes Mal. Bis nächstes, übernächste Woche. Gute Reise und kommen Sie gut wieder. Alles Gute. Amen. Bis nächstes Mal. Amen. Ja. Amen. Danke, danke schon. Danke schon. Wiedersehen. Wiedersehen, danke.